für die einführenden Worte, David. Ich darf Ihnen insgesamt 5 Studien vorstellen. 2 Studien über die akute myeloische Leukämie, 2 Studien über die akute lymphatische Leukämie, eine allogene Studie und noch ein Ausblick hinsichtlich der GVHD. Gut, beginnen möchte ich gleich mit einer Phase-2-Studie bei neu diagnostizierten AML-Patienten. Ältere Patienten, die haben Venetoclax in Kombination mit Cladribine, Low-Dose-ARAC mit Azacitidin erhalten. Patienten sind inkludiert worden über 60 Jahre bzw. unter 60 Jahre, wenn sie nicht geeignet waren für eine intensive Chemotherapie. Adäquate Organfunktion sollte vorliegen, ECOG unter 2. Gegeben wurde im Rahmen der Induktion Cladribine 5 mg pro Quadratmeter über 5 Tage, ARAC 20 mg zweimal am Tag über 10 Tage und Venetoclax über 21 Tage. Im Zyklus 2 der konsolidierenden Therapie Cladribine auf 3 Tage dann reduziert, ARAC wie gehabt 10 Tage und Venetoclax nur auf 14 Tage reduziert. Und im Zyklus 3 der konsolidierenden Therapie wie im Zyklus 4 ist Azacitidin gegeben worden anstelle von Cladribine und ARAC und Venetoclax über 14 Tage. Wie Sie hier sehen, 55 Patienten sind inkludiert worden, aber auch Patienten mit einem ungünstigen Karyotyp immerhin bei 25%. Aber das alles Erfreuliche bei dieser Studie war eine sehr hohe komplette Remissionsrate, 93%, und auch ein sehr hoher Anteil an MRD-Negativität bei 84%. Ein Jahr das Gesamtüberlebensrate immerhin bei 70% und auch das krankheitsfreie Überleben nach einem Jahr bei über 60%. Es sind in dieser Studie auch Patienten einer allogenen Stammzelltransplantation in CR1 zugeführt worden im Vergleich zu solchen, die nicht transplantiert worden sind. Hier sehen Sie den Benefit zugunsten der Transplantation, wobei der Unterschied nicht signifikant gewesen ist. Aber sehr wohl sehen Sie hier einen signifikanten Unterschied hinsichtlich des MRD-Status. MRD-negative Patienten signifikant besseres Gesamtüberleben im Vergleich zu MRD-positiven Patienten. Nebenwirkungen, etwas vermehrte infektiologische Probleme sind berichtet worden mit Pneumonie, Bakteriämie, Colitis. Zusammenfassend über diese sehr wichtige Studie, Sie haben gesehen, mit diesem Studiendesign sind sehr hohe CR-Raten von über 90% erreicht worden. Eine sehr hohe MRD-Negativität ist erzielt worden. 30% der Patienten, die angesprochen haben, sind einer allogenen Stammzelltransplantation zugeführt worden. Und die Einjahres-Gesamtüberlebensrate hier bei diesem Klientel von im Medium 68 Jahren immerhin bei 70%. Eine weitere wichtige Studie möchte ich Ihnen präsentieren, von Herrn Döner gezeigt worden, ein Update der QASA-AML-001-Studie. Da ist eine Dosis-Eskalierung durchgeführt worden vom oralen Azacitidin, das CC486 ist gegeben worden in der Erhaltungstherapie bei Patienten, die einen früheren Relaps hatten in der Erhaltungstherapie. Studiendesign, es sind komplette Remissionspatienten eingeschlossen wurden nach vorheriger intensiver Chemotherapie, konsolidierender Therapie, Alter über 55, de novo AML oder sekundäre AML. ECOG sollte soweit zwischen 0 und 3 sein. Es waren keine Patienten für eine allogene Stammzelltransplantation, Intermediate- und Hochrisikozytogenetik. Erhaltungstherapie, wie Sie hier sehen, das orale Azacitidin 300 Milligramm über 14 Tage versus Placebo über 14 Tage. Mediales Gesamtüberleben im oralen Azacitidin-Arm signifikant besser im Vergleich zum Placebo-Arm 24 versus 18 und auch ein signifikant besseres krankheitsfreies Überleben für Patienten, die das orale Azacitidin erhalten haben, 10 Monate versus 4,8 Monate. Wie hat es ausgeschaut in diesem Studiendesign? Wie Sie hier sehen, in der Erhaltungstherapie bei Patienten, die einen frühen Relaps erlitten haben, mit dem Auftreten von 5 bis 15% Blasten, war hier die Möglichkeit, das orale Azacitidin über 21 Tage zu verabreichen. Median hier das Gesamtüberleben 22,8 Monate im oralen Azacitidin-Arm versus 14,6 Monate im Placebo-Arm. Etwas vermehrte febrile Neutropenie, also eine Neutropenierate im oralen Azacitidin-Arm, Grad 3, Grad 4 im Vergleich zu Placebo. Zusammenfassend, Patienten, die einen frühen Relaps der AML erlitten haben mit dem Auftreten von 5 bis 15% Blasten, haben sie Dosissteigerung auf 21 Tage mit dem oralen Azacitidin sehr gut vertragen.
Ein Viertel der Patienten haben immerhin eine komplette Remission erreicht. Diese Dosis-Eskalierung ist nicht vergesellschaftet gewesen mit dem Auftreten von neuen Nebenwirkungen und etwas vermehrte febrile Neutropenie sowie Neutropenie ist im oralen Azacitidin-Arm gesehen worden. Zu AML, da hat es eine sehr wichtige, eine sehr interessante Studie gegeben von Herrn Schott, von den Kollegen vom MD Anderson präsentiert worden, das Hypercivet mit sequenzieller Blinatumomab-Gabe im neu diagnostizierten Setting Philadelphia Chromosom negativ PALL Phase 2 Studie. Patienten sind inkludiert worden, über 14 Jahre alt, sollten geeignet sein für eine intensive Chemotherapie. ECOG unter 3, adäquate Organfunktion musste vorliegen und keine signifikanten ZNS-Pathologien. Primärer Endpunkt, krankheitsfreies Überleben, sekundärer Endpunkt, wie bei vielen Studien, Ansprechrate, MRD-Negativität, Gesamtüberleben als auch Sicherheitsprofil. Wie Sie hier sehen, diese intensive Phase bestand aus 4 Zyklen Hypercivet in Kombination mit Hochdosis MTX, Hochdosis ARAC, gefolgt von einer konsolidierenden Therapie mit 4 Blöcken Blinatumomab, ein sogenannter BiTE-Antikörper, gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit weiteren 3 Zyklen Blinatumomab. Sind 38 Patienten inkludiert worden, wie Sie hier sehen, auch Patienten mit einem ungünstigen Karyotyp, hochrisiger Zytogenetik, aber auch Patienten mit einer TP53-Mutation in bis zu 27%. Und das Erfreuliche ist bei dieser Studie, wie Sie hier sehen, eine sehr hohe MRD-Negativität, nahezu alle Patienten, 97%, sind MRD-negativ geworden mit diesem sehr interessanten Therapieregime. Und auch hier imposant die 2-Jahres-krankheitsfreie Überlebensrate hier bei 71% und die 2-Jahres-Gesamtüberlebensrate mit diesem Therapieregime bei 80%. Nebenwirkungen, ein CRS ist in 3% aufgetreten, Grad 3, Grad 4 und Blinatumomab induzierte neurologische Probleme immerhin bei 13%, Grad 3, Grad 4. Zusammenfassend über dieses Therapieregime, Hypercivet in Kombination mit sequenzieller Blinatumomab-Gabe war hocheffektiv im Frontline-Setting der Philadelphia-negativen PALL. Wir haben hier MRD-Negativität von über 97% gesehen, die 2-Jahres-Gesamtüberlebensrate bei 80% und wenig Grad 3 Blinatumomab-induzierte Toxizität. Eine Studie zu ALL, insbesondere im relativen refraktären Setting, bei der Philadelphia-positiven ALL, eine rein orale Therapie, Phase 1, Phase 2 Studie, Ponatinib in Kombination mit Venetoclax und Dexamethason, wie bereits erwähnt, relatives refraktäres Setting, ECOG unter 3, adäquate Organfunktion musste vorliegen, keine unkontrollierte aktive kardiovaskuläre Erkrankung und kein vorheriges Venetoclax. Im Zyklus 1 wurde Ponatinib 45 Milligramm appliziert, Venetoclax, wie bei der vielen Studien, Ramp-Up bis zu 800 Milligramm aufdosiert und Dexamethason entsprechend im Zyklus 1 appliziert. Im Zyklus 2 Ponatinib, je nach molekularen Ansprechen, variieren von 15 bis 45 Milligramm, Venetoclax 400 oder 800 Milligramm und Dexamethason die 40 Milligramm. Primärer Endpunkt der Studie, die maximale tolerable Dosis von Venetoclax sowie die CR-Rate. Sekundäre Endpunkte, die komplette molekulare Remissionsrate, krankheitsfreies Überleben, Sicherheit als auch Gesamtüberleben. Wenig Patienten, immerhin 9 Patienten inkludiert wurden, wie Sie hier sehen, schwer vorbehandelte Patienten, Stammzelltransplantiert, Blinatumomab, Ponatinib gesehen, die TP315-I-Mutation. Und hier das Erfreuliche, das Erreichen einer kompletten Remission bei 50% und komplette molekulare Remissionen auch bei 40% der Patienten erzielt wurden. 1-Jahres-Gesamtüberleben in dieser relativen refraktären Kohorte immerhin bei 60% und das krankheitsfreie Überleben nach einem kurzen Follow-up nach bei 6 Monaten bei 100%. Nebenwirkungen etwas führend, hämatologische Nebenwirkungen mit Neutropenie, sowie die febrile Neutropenie, Thrombozytopenie. Zusammenfassend, dieses rein orale Regime
Bonatinib in Kombination mit Venetoclax, Dexamethason ist sicher und effektiv in dieser schwer vorbehandelten, relativ refraktären Filialdelfia-positiven ALL-Kohorte. Wir sehen die CR-Rate über 50%, als auch eine komplette molekulare Remissionsrate von 40% und die Einjahres-Gesamtüberlebensrate bei 60%. Eine wichtige Studie im Transplant-Setting, allogene Stammzelltransplantation, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Hier ist verglichen worden, von Frau Kuttu präsentiert worden, ist der haploidente Spender oder der HLA-unverwandte Spender besser im Kontext mit Posttransplant-Cyclophosphamid als GVHD-Prophylaxe. Wir wissen, dass Posttransplant-Cyclophosphamid als GVHD-Prophylaxe entscheidende Daten uns geliefert hat. Wir haben gesehen, Patienten haben durch ein niedriges Risiko für das Auftreten einer akuten oder chronischen GVHD. Und hier ist die Frage gewählt worden, wer ist der beste Spender. In der Müller-ablativen Kohorte, das sind immerhin 1000 Patienten inkludiert worden, wie Sie hier sehen, Match Unrelated Donor mit der dreifachen immunsuppressiven Therapie, Posttransplant Cyclophosphamid, ein Calcineurin-Inhibitor und ein Mycophenolat Mofetil. Weiterer Studiearm, Match Unrelated Donor mit der nur zwei immunsuppressiven Therapie, Posttransplant Cyclophosphamid und ein alleinigem Calcineurin-Inhibitor. Und in der Haplogruppe Posttransplant Cyclophosphamid, CMI und MMF. Bekannte Schemata, Fludarabin TBI, Fludarabin Busulfan Tiotepa, beziehungsweise das bekannte Busulfan Cyclophosphamid als Konditionierungsschemata. Wie Sie hier sehen, die Rate an dem Auftreten einer akuten GVHD doch signifikant höher in der Match-Unrelated Donor-Kohorte mit der nur zweifach immunsuppressiven Therapie im Vergleich zur dreifach immunsuppressiven Therapie. Auch das Auftreten hier hinsichtlich einer chronischen GVHD in den drei Studienpopulationen hat sich hier nicht wesentlich unterschieden. Hier kein signifikanter Unterschied. Was ist zum Sagen zur Relapsinzidenz? In den drei Kohorten, die ein Jahres Relapsinzidenz variierend von 20 bis 30%, auch hier wiederum kein Unterschied in der myeloablativen Kohorte. Und auch in der Non-Relapse Mortality sieht man mit den drei unterschiedlichen Kohorten auch hier wiederum keinen Unterschied. Was ist zu sagen zum Gesamtüberleben? In den drei Kohorten, die Einjahres-Gesamtüberlebensrate knapp 80% in den drei Populationen, auch hier wiederum kein Unterschied. Und was das krankheitsfreie Überleben anbelangt, in der myeloablativen Kohorte, in den drei Gruppen, auch hier wiederum kein Unterschied. Wie schaut es aus in der dosisreduzierten Kohorte? Es sind 1398 Patienten inkludiert worden. Hier sind sie wiederum Match Unrelated Donor mit der dreifach immunsuppressiven Therapie, Posttransplant Cyclophosphamid, CNI, MMF. Und in der Haplogruppe auch hier wiederum die dreifach immunsuppressive Therapie. Bekannte Konditionierungsschemata, Fludarabin, Cyclophosphamid, TBI, Fludarabin, Melphalan ist verabreicht worden. Hinsichtlich dem Auftreten einer akuten GVHD in den zwei Gruppen hier kein Unterschied ersichtlich, auch was die chronische GVHD anbelangt, auch hier wiederum kein Unterschied ersichtlich. Relapsinzidenz, auch hier sieht man keinen Unterschied in den zwei Kohorten, aber hier sehen Sie, was die Non-Relapse-Mortality anbelangt, sieht man hier sehr wohl einen signifikanten Unterschied. Man sieht, Patienten, die haploidente Stammzellen transplantiert worden sind, haben ein signifikant höheres Risiko, eine Non-Relapse Mortality von 16% zu erleiden im Vergleich zu einem Matched Unrelated Donor mit nur 8%. Und auch was das Gesamtüberleben anbelangt, sieht man in dieser dosisreduzierten Kohorte, Patienten, die einen unverwandten HLA-identen Spender haben, haben hier eine 2-Jahres-Gesamtüberlebensrate von 67% versus 54% in der Haplogruppe. Und auch ein signifikant besseres Überleben in der Gruppe des Matched Unrelated Donor, 2 Jahres krankheitsfreies Überleben bei 55% versus 41% in der Haplogruppe. Hinsichtlich dem Engraftment, es ist gezeigt worden, dass das Neutrophilen-Engraftment verzögert gewesen ist, in der Haplogruppe 90%, also 96% beim Unverwandten, HLA-identen Spender und auch die Plättchen-Recovery-Rate bei 88% in der Haplogruppe versus 95% in der Matched-Unrelated-Donor-Kohorte.
Und was die Pilzinfektionen anbelangt, 10% in der Haplogruppe, signifikant höher im Vergleich zur Matched-Unrelated Donor-Kohorte. Zusammenfassend über diese sehr wichtige Studie können wir sagen, im myoloablativen Setting haben wir gesehen, dass die Posttransplant-Cyclophosphamid-Applikation mit nur der alleinigen Calcineurin-Inhibitor bei der unverwandten HLA-identen Stammzelltransplantation vergesellschaftet war mit einem höheren Risiko für das Auftreten einer Grad 2, Grad 4 akuten GVHD im Vergleich zum haploidenten Spender mit der dreifachen immunsuppressiven Therapie. Wir haben gesehen, dass im myoloablativen Setting das GVHD-Outcome als auch das Gesamtüberleben ähnlich waren mit der dreifachen immunsuppressiven Therapie im Vergleich zum unverwandten oder zum HLA-identen Spender. In der dosisreduzierten Kohorte ist gesehen worden, dass hier der Matched-Unrelated Donor zu favorisieren ist im Vergleich zum Haplospender aufgrund eines geringeren Non-Relapsed Mortalitätsrisikos. Im dosisreduzierten Setting haben wir gesehen, dass das krankheitsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben signifikant höher ist im Vergleich zum unverwandten HLA-identen Spender im Vergleich zum haploidenten Spender. Und in der dosisreduzierten Kohorte ist gesehen worden, dass das Neutrophilen-Engraftment verzögert gewesen ist. Und wir haben gesehen, eine höhere Pilzinfektionsrate in der Haplogruppe im Vergleich zum unverwandten HLA-identen Spender, immer im Kontext mit Posttransplant-Cyclophosphamid. Eine letzte Studie möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, von Herrn Zeiser präsentiert worden, die REACH3-Studie. Patienten mit einer steroidrefraktären, steroidabhängigen, chronischen GVHD, Ruxolitinib versus Best Available Therapy. Wie Sie hier sehen, 1:1 randomisiert wurden, Ruxolitinib 10 Milligramm zweimal am Tag in Kombination mit Steroide plus minus Calcineurin-Inhibitor versus die Best Available Therapy mit Steroide plus minus Calcineurin-Inhibitor. Wie Sie hier sehen, zur Woche 24 war auch ein Crossover zum Ruxolitinib in diesem Studienkollektiv möglich. Primärer Endpunkt, die Gesamtansprechrate zur Woche 24, sekundäre Endpunkte, krankheitsfreies Überleben. Wie Sie hier sehen, in der Kohorte chronische, moderate oder chronisch schwere GVHD nahezu ident verteilt worden in der Kohorte. Und Behandlungsunterbrechungen hat es doch etwas vermehrt gegeben in der BAD-Gruppe im Vergleich zum Ruxo-Arm bei 50%. Und wie Sie hier sehen, die Gesamtansprechrate hier bei 50% signifikant höher im Vergleich zur BAD-Gruppe bei 25%. Und was die komplette Remissionsrate anbelangt, es liegt bei 6,7% im Ruxo-Arm versus 3% im BAD-Arm. Und das krankheitsfreie Überleben zur Woche 24 in der BAD-Gruppe bei 5,7 Monate und ist im Ruxolitinib noch nicht erreicht worden. Wir sehen hier eine Hazard-Ratio von 0,37 mit einem hochsignifikanten Unterschied. Nebenwirkungen, Grad 3 Toxizitäten, ident in beiden Populationen und was die hämatologischen Nebenwirkungen anbelangt, mit Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, etwas vermehrt im Ruxolitinib. Ein wichtiges Thema ist immer bei dieser Therapieform die CMV-Infektion, Reaktivierung. Hier ist gezeigt worden, dass im Ruxolitinib hier die CMV-Infektion bei 5,5% gelegen ist und etwas höher mit 8,2% in der BAD-Gruppe. Zusammenfassend über diese letzte Studie kann ich Ihnen berichten, dass die Gesamtansprechraten zur Woche 24 signifikant höher gewesen sind im Ruxolitinib versus BAD-Arm, 50% versus 25%. Wir haben eine Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens gesehen mit Ruxolitinib versus BAD und die häufigsten Nebenwirkungen im Ruxolitinib-Arm waren die Anämie als auch die Thrombozytopenie. Und mit diesem letzten Slide möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Ja, gut. Ich möchte der Reihe nach deine Präsentationen oder die Abstracts, die du ausgewählt hast oder die wir gemeinsam eigentlich ausgewählt haben, kommentieren. Ich zur ersten Studie mit dieser Viererkombination bei älteren Patienten mit neu diagnostizierter AML, eine Phase-2-Studie. Ich stelle sie gegenüber dem zugelassenen Standard für ältere Patienten, zumindest bei der FDA zugelassen, die von Wei publizierte Studie, Phase 1b/2 Studie, die sich ein bisschen unterscheidet, was die Studienpopulation
anbelangt, das war doch ein Drittel vorbehandelt mit demethylierenden Substanzen, ein relativ hoher Anteil an Intermediate-Risk-Zytogenetik und ein höherer Venetoclax oder eine höhere Venetoclax-Dosis bei diesen Patienten. In dieser Studie war die Ansprechrate 54% gegenüber diesen 93, diesen tollen 93% mit dieser Viererkombination, dieser hohen MRD-Negativität. Auch in der Phase 3-Studie gibt es leider keine Informationen über die MRD-Negativität mit der Kombinationstherapie Venetoclax-Vidaza. Auch was die Dauer des Response anbelangt in der Zulassungsstudie für Venetoclax und Lodos-ARC, die mediane Dauer der Remission 8 Monate, das mediane Überleben 10 Monate gegenüber nicht erreicht. Und in dieser Viererkombination, ich sehe das als ganz tolle Kombination, ist auch was hervorragend ist, dass 30% der Patienten dann doch einer allogenen Stammzelltransplantation zugeführt werden können und von dieser auch profitieren, wenn auch nicht signifikant. Aber die hohe MRD-Negativität haben wir auch gesehen, auch die ist von Bedeutung bezüglich des Gesamtüberlebens. Also eine wichtige Studie aus meiner Sicht. Das zweite Abstract, die Erhaltungstherapie nach einer intensiven Induktion und Konsolidierung bei AML in erster Remission. Das ist ein leidiges Thema, das seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, diskutiert wird, in zahlreichen randomisierten Studien untersucht wurde, mit Chemotherapie, mit Biologicals, mit Immunisierungskonzepten, hat alles nichts gebracht, sodass es bis dato keine Evidenz für die Durchführung einer Erhaltungstherapie bei AML in erster kompletter Remission gibt. Auch in dieser UK-Studie, AML-16-Trial, war wieder Azacitidin in einer niedrigen Dosierung gegeben, nur insgesamt 9 Mal über 5 Tage, nur in der MRD-negativen Subgruppe signifikant besser. Die Gesamtpopulation hat davon nicht profitiert. Es gibt auch für die neuen Substanzen, für Targeted Therapies wie Midostaurin und Sorafenib in der Retify-Studie und in dem Soramel-Trial keine Evidenz für die Erhaltung, weil die Studien nicht so ausgelegt waren, eben die Erhaltung zu interpretieren, sondern die Substanzen wurden ja bereits zu Beginn oder parallel zur Chemotherapie gegeben, also kann man diesbezüglich keine Aussage treffen. Die einzige Evidenz, die man, wenn überhaupt, hat, ist nach Allotransplantation. Hier gibt es den Sormann Trial, wo Sorafenib sowohl das Disease-Free Survival als auch das Overall Survival signifikant verbessert. Darum hat man diesen Quasar-Trial 2016 sozusagen designt und die Ergebnisse sind so gut, dass die Substanz, das orale Azacitidin, die einzige Zulassung 2020 für die AML bei der FDA war. Und ich glaube, der Weg ist richtig und wenn das auch bei der EMA zugelassen wird und wir die Substanz bekommen, glaube ich, wird das ein neuer Standard werden. Zur ALL, die Blinatumomab-Studie, die Norman vorgestellt hat, bei neu diagnostizierter FIRN-negativer ALL. Wie Sie wissen, haben wir neben Rituximab 2 Antikörperkonstrukte zur Verfügung. Blinatumomab als Beid-Antikörper und Inotuzumab Ozogamicin als Antikörper-Drug-Konjugat. Beide sind im Wesentlichen für das refraktäre, relapierte Setting zugelassen, beziehungsweise Blinatumomab auch für die MRD. Positive Situation. Die Idee, diese Antikörper bereits früher einzusetzen und damit die Ergebnisse in der Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie des Erwachsenen zu verbessern, sind nicht neu. Verdatschen bzw. das MD Anderson hat schon vor 2 Jahren ausgezeichnete Response-Daten publiziert, Inotuzumab in Kombination mit einem abgespeckten Mini-Hypersivet. Hier war lediglich der negative Kritikpunkt die hohe Rate an Todesfällen in kompletter Remission, im Wesentlichen Infektionen, wahrscheinlich zurückzuführen auf die doch toxische Therapie mit diesem Mini-Hypersivet bei älteren Patienten. Die deutsche Studiengruppe ist auch dabei, im Rahmen von Phase 2 Studien den frühen Einsatz dieser beiden Antikörper zu testen, einmal im Initial Trial, der auch
von Matthias Delius im Rahmen des ESCH präsentiert wurde, mit Remissionsraten von 93%, MRD-Negativität von fast 70%, also ausgezeichnete Daten. Allerdings sind die Daten sehr jung und sind nur 30 Patienten bisher in dieser Studie inkludiert. Görg Buget hat die Ewald-Bolt-Daten am EH präsentiert, die nicht, sage ich jetzt einmal, nicht ganz so gut, wenn auch sehr viele Daten nicht ganz so gute Ansprechdaten haben wie der im Initial Trial. Das, was der Unterschied ist zu den MD Anderson oder zur MD Anderson Studie, ist, dass diese Substanzen sozusagen nicht in Kombination mit einer intensiven Chemotherapie gegeben werden, sondern die Chemotherapie in Form einer Konsolidierung und Maintenance erst hinten hinaus sozusagen folgt. Man will eine rasche Remission erreichen, eine rasche MRD-Negativität, eine Reduktion der frühen Todesrate und eventuell sogar stammzelltransplantationsfrei die Patienten behandeln. Ponatinib in Kombination mit Venetoclax und Dexamethason für die relapierte Philadelphia-positive ALL ist sicherlich eine gute Option. Die Ansprechrate mit 60% ist akzeptabel. Der Vorteil ist, es ist eine oral applizierbare, ambulant durchführbare Therapie für diese schwer vorbehandelten Patienten. Die Evidenz für Ponatinib resultiert aus dieser Propensity-Score-Analyse vom MD Anderson aus zwei Phase-2-Studien, wo Ponatinib sowohl bezüglich des Event-Free-Survivals als auch des Overall-Survivals signifikant besser abschneidet als beispielsweise Dasatinib. Die Haplomat-Studie, die Norman vorgestellt hat vom IBMDA, trotz der großen Patientenzahl, für mich nicht konklusiv. Ich glaube, es gibt einige Kritikpunkte am Design der Studie. Es ist eine Donor- versus No-Donor-Randomisierung. Es ist eine retrospektive Analyse. Es sind viele verschiedene Konditionierungsprotokolle verwendet worden. Unterschiedliche GVHD-Prophylaxe-Regime. Die Antwort wird wohl erst wahrscheinlich, oder wir hoffen, dass wir die Antwort, welcher Spender jetzt tatsächlich mit diesem Posttransplant-Cyclophosphamid der bessere Spender ist, mit dieser IBMD-Studie bekommen, die seit letztem Jahr läuft, zumindest in Deutschland. In Österreich wird sie erst in den nächsten Monaten anlaufen, wo wir auch dabei sein werden. Da erfolgt die Randomisierung, also eine prospektive Studie, erfolgt die Randomisierung erst der Patienten, wenn wir sowohl einen HLA-identen Fremdspender als auch einen haploidenten Familienspender identifiziert haben. Es gibt nur zwei einheitliche, nur zwei Konditionierungsprotokolle für unter 50-Jährige und über 50-Jährige und ein einheitliches GVHD-Prophylaxe-Regime. Aber aufgrund von Corona sind auch dort bisher nur sehr wenig Patienten in Deutschland eingeschlossen. Ich glaube, es sind nicht einmal 30 bis jetzt. Und zum Schluss zur chronischen GVHD-REACH-3-Studie von Robert Zeiser präsentiert. Die REACH-2-Daten zu Ruxolitinib bei der steroidrefraktären akuten Kraft, also Sosterkrankung, wurden ja bereits letztes Jahr im New England Journal publiziert, auch die war positiv für Ruxolitinib. Die chronische Kraft versus Sosterkrankung ist eine sehr heterogene, ein sehr heterogenes Krankheitsbild, viel komplexer noch als die akute Kraft versus Sosterkrankung. Sie sehen hier, wie viele Zellkompartimente, wie viele Signaltransduktionswege hier involviert sind in das Geschehen. Unterschiedlichste Ausprägungen der Schwere. Natürlich kann man diese Signaltransduktionswege alle targeten und in dem Fall mit Ruxolitinib den JAK-STAT-Pathway. Sie sehen, was es für Alternativen gibt und was auch in der REACH-3-Studie das Best Available Treatment war. Das war ein Sammelsurium aus 9 verschiedenen Medikamenten. Also hier wird es wirklich sehr schwer, tatsächlich zu sagen, was ist das Best Available Treatment, das zur Verfügung steht. Das ist nicht möglich. Der einzig zugelassen ist von der FDA, nicht von der EMA, ist Ibrutinib. Aber auch hier sind entsprechenden Nebenwirkungen das Limitierende. Und wenn man die Ruxolitinib-Daten in REACH3 sieht, Overall Response gab es über 48%, muss man sagen, Ibrutinib ist einfach besser. So, das fordert irgendwie heraus, dass diese beiden Substanzen in einer Phase-3-Studie, in einer randomisierten, miteinander verglichen werden müssen. Und hier sehen Sie, wie breit dieses Ibrutinib sozusagen angreift, an wie vielen Zytokinen es dann zu Verbesserungen
in den Plasmaspiegeln kommt. Also ob Ruxolitinib diese Breite hat, kann man aus der REACH3-Studie nicht sagen. Ich glaube, der direkte Vergleich ist zwingend erforderlich, aber natürlich sind die Daten so, dass wir einen neuen Player haben für diese schwerkranken Patienten. Wenn ich das in einem Schlussslide zusammenfassen kann, sind die ersten vier Abstracts für mich positiv zu bewerten. Die Haplo-MAT-Studie kriegt von mir ein Fragezeichen und Ruxolitinib wieder ein Ja. Und damit bin ich schon am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, also vielen Dank, David und Herr Steiner, für die Zusammenstellung. David, ich stimme dir vollkommen zu. Das macht es einfach auch in der täglichen Praxis, wenn man ähnliche Strategien verfolgt und ähnliche Gedanken zu den Settings hat. Diese Haplomat-Studie, das verstehe ich auch gar nicht. Das ist halt, da sieht man das N und denkt, wow, und dann zerfällt das eigentlich. Weil für mich ist der und war immer der Haplospender eigentlich nur jemand, den ich gezogen habe, wenn ich nur ein 8 von 10 oder vielleicht, dann sind wir eigentlich ja schon im Haplo-Setting. Also wenn ich 9 von 10 oder 10 von 10 transplantieren konnte, habe ich das eigentlich meistens gemacht. Eine haploidente Transplantation ist einfach erweitert den Spenderpool, aber ich bin genau deiner Meinung, dass das prospektiv getestet werden muss. Und mir, was ich nie gemacht habe, ist halt ein Post-Transplant-Cyclophosphamid jetzt in einem Match-Unrelated-Setting. Da bin ich nicht so überzeugt gegenüber jetzt den normalen klassischen Immunsuppressionsstrategien. Was mich auch überhaupt, mir ist jetzt auch nicht ganz klar, wie geht Post-Transplant-Cyclophosphamid in einem Max-Setting. Ja. Das muss so eine Toxizität sein, das ist ja unvorstellbar. Also das braucht nicht einmal ein Junge, wenn ich jemanden eine Putzi gebe und dann noch einmal zwei Tage später Cyclophosphamid. Also wir haben das früher bei den Unverwandten gemacht. 200 Milligramm Cyclophosphamid, die haben alle toxische Lunge gehabt am Tag 14. Also die haben wir praktisch verblasen. Also mehr ist auf keinen Fall besser. Es ist auch nie verglichen worden, der Standard GVD-Prophylaxe, Cyclosporin-Methotrexat oder Calcineurin-Inhibitor-Methotrexat gegen über Cyclophosphamid im Family-Setting. Also das sind alles offene Fragen. Natürlich hat die haploidente Transplantation möglich gemacht, ohne dass man das Graft manipulieren muss. Aber ich glaube, da ist noch viel offen. Wie gesagt, wir suchen, glaube ich, nicht den besten Spender. Was wir, glaube ich, wissen wollen mit dieser Studie, mit der IPMT-Studie, das, was herauskommen wird, ist wahrscheinlich, beide sind gleichwertig. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Das macht es halt schwierig, weil es ist eine Lebensspende, darf man nie vergessen, es ist eine Lebensspende und ich würde auch nur, wenn man den Druck von der Krankheit hat, von einem Zeitdruck hat, auf einen haploidenten Spender zurückgreifen und nicht, wenn ich einen HLA-identen Fremdspender habe, weil das, wir unterschätzen auch immer die Belastung für den Spender. Und man muss die Patienten informieren, dass es ein GVHD-Risiko höher ist mit einer haploidenten Transplantation, wenn das auch nicht gezeigt wurde bis jetzt. Aber es ist die Abstoßungsgefahr natürlich noch gegeben. Da gibt es relativ wenig Daten, die wird so in der Größenordnung von 5 bis 10% liegen wahrscheinlich. Sowas sehen wir zum Beispiel bei einem Fremdspender total, bei einem passenden Fremdspender eigentlich nie, zumindest bei Leukämie-Patienten. Also da sind viele Fragen unklar, auch wenn die Studie groß ist. Wie gesagt, bisher gibt es eigentlich nur retrospektive Studien. Kann man die Frage, die wir beantwortet haben wollen, nicht beantworten. Darf ich noch kurz was sagen zur Quasar? Weil wir da ja selber mitgemacht haben und viele Patienten reingetan haben. Die war aber schwer zu rekrutieren, weil die hatte ja so ein ganz komisches Setting. Patient durfte induziert sein, musste dann eine CA haben, durfte kein Allotransplantat, Transplantkandidat sein und durfte dann in einer Zeitspanne am Anfang 90 Tage und dann haben die das irgendwie verlängert auf weiß ich nicht mehr wie lang, durfte der konsolidiert werden. Und in der Studie sind es eigentlich alles Patienten, die so nach unserem Grundverständnis nicht genug Therapie hatten und dann orales Vidat zu haben. Wobei ich dir vollkommen zustimme, dass das wahrscheinlich das wird breit verwendet werden. Aber so richtig in dem klassischen Setting, wir therapieren den Patienten komplett durch, weil in der New England Arbeit, ich hatte mir die ausgedruckt,
im Laufe der Woche sieht man in dieser, wenn ich mich da recht entsinne, das liegt hier sogar bei mir. Also ich will da jetzt nicht so tun, als hätte ich das. Da war diese, die Patienten, die 3 Konsolidierungszyklen haben, die profitieren eigentlich nicht mehr so wahnsinnig davon. Das heißt, die Frage im richtig gut chemotherapierten älteren Patienten, ist es da, da ist es eigentlich nicht getestet, sondern es war für so Patienten, die halt irgendwie Komplikationen hatten in CR, genau, die Therapie nicht durchziehen konnten. Nein, ich weiß nicht, wie ihr das seht. David, vielleicht nochmal deine Meinung dazu. Ja, ist sicher ein Kritikpunkt. Ja. Darf ich noch was sagen? Die ALL, da haben wir letzte Woche so diskutiert und das finde ich eigentlich, das begeistert mich ja extrem, weil auf der einen Seite ist für mich immer der Horror, ich sage das jetzt mal, hier darf man das ja sagen, das Mal-Protokoll und auf der anderen Seite kommen da so Protokolle, wo man innerhalb von kürzester Zeit mit Chemotherapie und Biologicals MRD-Situationen und Negativitäten herstellt in dem Prozentsatz. Jetzt sind das kleine Studien, aber das ist einfach schon gewaltig. Und dann steht halt die Frage, wir hatten es ja schon mal so im kleinen Kreis angesprochen, ob man diese Erhaltungstherapien nicht einfach abkürzen kann, indem man die einfach autolog transplantiert. Und du hast schon gesagt, Stem Cell Transplantation Free. Ich nehme mal an, du meintest vor allem das Allo Stem Cell Transplantation Free. Also kann man es nicht einfach noch total kondensieren und diese unglaublich langen Therapien, die Arzt und Patient mürbe machen, irgendwie abkürzen? Ja. Ich denke schon, das Transplant-Free, das betrifft ja die älteren Patienten, also die über 60-Jährigen, sagen wir mal, oder über, weil wir dann natürlich auch Dosis reduziert allo transplantieren können, aber die kann man schwer autolog machen mit TBI und Hochdosis-Etoposid oder Cyclophosphamid. Bei den Jüngeren sehe ich das genauso, wie du das jetzt gesagt hast, also die Substanzen werden in die Frontline kommen, da bin ich überzeugt davon, auch bei den Jüngeren. Und dann, ich meine, dieses Hypercivet, wir meinen immer, das ist kurz und schmerzlos, das geht genauso 2 Jahre, die Bomberhaltung ist pompös, so wie sie heißt. Also das ist auch schon ganz nett heftig. Darum war auch diese hohe Todesrate bei den Älteren mit diesem Mini-Hypercivet aufgrund der intensiven Chemotherapie parallel zum Antikörper. Ich sehe das wie du, wir müssen die möglichst rasch MRD negativ machen und dann ist die Frage, und dann muss man randomisieren, Blinatumomab-Erhaltung, noch einmal 2, 3 Zyklen versus autologe Stammzelltransplantation. Ich glaube, das ist, weil das ist Schadtoxizität, auch wenn wir keine Mortalität dabei haben. Aber ist es auch bei den Jüngeren so, zumindest bei den Standardrisikopatienten, dass man die, oder auch bei den Hochrisikopatienten, wenn wir die MRD negativ bekommen, gut MRD negativ bekommen, muss man einfach randomisieren. Wir wissen jetzt, dass man mobilisieren kann nach Plina. Wir haben das gerade erfolgreich gemacht. Also das ist möglich. Also da stellt sich die Frage, Plina-Erhaltung versus Auto versus Allo bei den Hochrisiko, aus meiner Sicht. Mhm. Und bei den Standardrisiko, Plina-Erhaltung versus Autologa. Ja, absolut. Aber es braucht sicher noch Zeit, bis die Substanzen wirklich vorne landen, auch bei den Jungen.